Ich möchte ja den Tag nicht vor dem Abend loben, aber wenn das Wetter weiterhin so schön bleibt, dann bekommen wir bestimmt einen richtig schönen Sommer, was ja dann bedeutet, dass wir alle viel mehr grillen. Und wenn man viel mehr grillt, braucht man eine schöne Auswahl an Salaten. Und weil mein erster Gurkensalat mit fast 100.000 Aufrufen so gut bei euch angekommen ist, möchte ich euch noch eine weitere Variante vom Gurkensalat zeigen und diesmal mit Dill. Mit Dill dürfen wir Gurkensalat nur machen, wenn keiner unserer Rotzlöffel in der Nähe ist. Und das ist jetzt der Fall und deswegen dürfen wir diesen Gurkensalat jetzt auch mal wieder machen. Und für mein Dressing brauche ich 200 Gramm Naturjoghurt, 2 Esslöffel Weißweinessig, 2 Esslöffel Sonnenblumenöl, 1 Esslöffel Zitronensaft, eventuell ein bisschen Cayennepfeffer, wer das mag, wer das ein bisschen schärfer mag. Zucker, ein Teelöffel Zucker, Pfeffer und Salz, und das war schon alles, was in das Dressing kommt. Dann brauche ich natürlich eine Gurke und eine Handvoll Dill. Und als erstes werde ich alle meine Zutaten für das Dressing in eine Schüssel geben und schön verrühren. Dann kann das schon mal durchziehen. Dann werde ich meine Gurke schälen, waagerecht durchschneiden und das Kerngehäuse rausholen. Dann brauche ich meine Gurke nicht einzulegen und die wird nicht wässrig und schneide mir dann schöne Halbmonde. Dann hacke ich mein Dill und gebe das erstmal zu der Gurke und verrühre mir das richtig schön. Und dann rühre ich nachher alles richtig schön untereinander und dann seht ihr meinen leckeren Salat. Mein Dressing ist fertig angerührt und meine Gurken habe ich im Monde geschnitten und Dill schon untergehoben. Ich freue mich da jetzt richtig drauf und mein Mann, der liebt das ja so. Und mein Dressing, das stand jetzt hier, habe ich jetzt nochmal mit Salz und Pfeffer und Zucker abgeschmeckt. Da müsst ihr eben gucken, wie ihr das gerne haben möchtet. Und jetzt kommt das Dressing einfach unter die Gurken. So, und wer das Dressing ein bisschen cremiger haben möchte, der tauscht einfach den Joghurt gegen Schmand aus. Dann wird das etwas cremiger. Das ist ja auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Jetzt wird das Ganze einfach untergehoben und wieder in eine schöne Schüssel umgefüllt, weil so mag man das ja nicht auf den Tisch stellen. Die habe ich mir schon geholt. Ich stand vorhin noch da hinten. So, und jetzt kommt einfach der Salat in die schöne Schüssel. Der muss natürlich jetzt noch ein bisschen durchziehen. Man bereitet den Salat ja sowieso vor dem Grillen zu, sodass er noch ein bisschen Zeit hat zum Durchziehen. Und dann richtet ihr den einfach an. Und ich habe mir, jetzt kommt hier einfach ein bisschen Dill oben drauf und dann ist so ein Gurkensalat schon fertig. Und wenn ihr Besuch bekommt, dann könnt ihr auch noch so Gurkenfähnchen bauen. Einfach eine Gurke dünn abschneiden mit dem Sparschäler auf dem Holzspieß spieken. Den ein bisschen kürzen und dann hier reinsetzen. Wenn Besuch kommt, sieht das richtig schön aus und jeder weiß, dass das ein Gurkensalat mit Dill ist und kann dann selber entscheiden, ob er ihn mag oder eben nicht mag. Ich wünsche euch eine schöne Grillzeit. Bis dahin, eure Bea.